Für diese Aufgabe werden wir nun eine eigene Excel-Datei erstellen. Und zwar gilt es, eine Klassenlagerabrechnung zu machen. Im Arbeitsheft hast du bereits die Notizen dafür. Wir werden Excel nicht nur benutzen, um die einzelnen Ausgaben und Einnahmen übersichtlich aufzulisten, sondern natürlich auch damit zu rechnen. Wir öffnen also eine neue leere Arbeitsmappe in Excel und beginnen gleich mit dem Titel. Dieser Titel soll etwas größer sein, 18 Punkt und fett. Und damit wir genug Platz haben, wähle ich diese Zeile aus, indem ich in den Zeilenkopf drücke und ziehe hier zwischen Zeile 1 und 2 etwas nach unten. Dann kommt bei A3 der Untertitel Einnahmen. Auch der soll fett sein und 14 Punkt. Und dann ab der Zelle B5 werden die einzelnen Posten aufgelistet. Wenn ich jetzt in die nächste Zelle hineinklicke und die Anzahl reinschreibe, so siehst du, haben wir für die Schülerbeiträge gar nicht genug Platz. Auch hier wieder, die Spalten lassen sich sehr einfach noch anpassen in der Breite, indem ich einfach zwischen B und C noch drüber ziehe. Und nun fahre ich fort mit dieser Zeile. A, das können wir vielleicht etwas schmaler machen. Und da der Betrag von 75, im Moment noch ohne Punkt und Strich und Währung. Das kommt alles später noch dazu.